So Leute, willkommen zu einem kleinen Spielchen, einem Let's Flash Freerunning. Ja, nach ewigen Versuchen mal irgendwie das aufzunehmen und auch andere Spiele halt hier aus dem Internet, habe ich es hoffentlich endlich geschafft. Ansonsten wird das wieder ein Part, den ich gleich in den Papierkorb haue. Aber lasst uns am besten gleich mal anfangen. Hier, die Steuerung. Ich kann mit X hüpfen und mich bewegen mit Pfeiltasten. Bitte lade doch schneller. Ich hoffe, es ist vom Sound her nicht zu laut. Ich habe den jetzt eh schon runtergedreht. Ja, geil. Also, hier erstmal ein Bug. Das ist ein kleines Parcoursspiel, bei dem es darum geht, dass man am schnellsten das Ziel dort hinten erreicht. Das mit dem roten Rauch, wie vielleicht aufgefallen sein könnte, da das dann doch ein bisschen auffällig ist. Ich frage mich zwar, warum oben der Rauch in einer, wie sagt man gleich, der ist oben ganz platt, würde ich sagen. Es sah gerade ein bisschen nach dem unsichtbaren Ende dieser Welt hier aus. So, wir haben eine gewisse Zeit, eine Zeitspanne, nicht eine gewisse Zeit. Ja doch, eigentlich, müssen wir innerhalb 1 von 5 Leveln. Okay. Was wollte ich jetzt sagen? Und nee, jetzt habe ich es vergessen. Innerhalb dieser Zeit müssen wir das Level geschafft haben. Ansonsten sind wir voll die Noobs und er schaut ganz traurig zu Boden, unser lieber Läufer hier. So wie ich. Nein, ich schaue nicht traurig zu Boden. Ich hämmer erstmal auf die Tastatur ein und schreie: Wow, ich will Freerunning spielen. Ich brauche keine Hilfe. Ja, so ungefähr schaut das dann bei mir aus. Denkt euch einen Teil. Ach. Das kommt davon, wenn man ein Benutzer vom Internet ist. Ja, ich soll vielleicht da endlich meinen Mauszeiger aus dem Bild tun. Der oben stört mich gerade gewaltig. Da drüben, das Grüne ist, ist Zeit. Habe ich, glaube ich, noch nicht eingesammelt. Wow, Vögel. Aber ich glaube nicht, dass die arg viel Zeit bringen. Ja. Ja, das war jetzt auch nicht gerade mega viel. Naja. Und, die roten hier, diese komischen Kameras, oder was das dann immer sein soll. Erinnere mich gerade ein bisschen an die Aufnahmeoptionen in einem gewissen Programm. Egal. Diese roten Teile hier, die lassen uns Moves machen. Es sind zwar nicht viele, aber mein Gott, bin ich des Redens unfähig. Ja, so könnt ihr euch ungefähr eine Konversation heute mit mir vorstellen. Ja, und was hast du so gemacht? Ich war heute im... Ja, so ungefähr. Jetzt hat es angefangen zu regnen. Das ist kein gutes Zeichen. Wow. Habt ihr gerade die Partikel gesehen, die bei dem Move erschienen sind? Ich glaube, das... Entweder habe ich es mir jetzt gerade eingebildet, oder das waren wirklich Wasserpartikel. Da. Vielleicht kommen die aber auch immer und man sieht die jetzt nur verstärkt durch den Regen. Ich frage mich zwar, wer so eine Klimaanlage oder was auch immer das sein soll, eine Lüftung an die Hauswand dran baut, einfach mal so, direkt unters Fenster. Also, es gibt ja auch diese Klimaanlagen, die direkt einen Übergang von im Fenster haben, von drinnen nach draußen. Aber dann so zwischendrin, das ist echt dämlich. Boah, ey. Zum Glück ist es heute bei uns blendendes. Ja, da bin ich runtergefallen. Sehr lustig, die Animation. Ich falle und falle. Zum Glück gab es bei uns heute wenigstens blendendes Wetter. Ich bin noch nicht rausgegangen. Yay.
So nutzt man seine Zeit am besten. Nein. Ich saß den ganzen Tag drin und habe fleißig für meine kommenden Klausuren und Arbeiten geprobt. Na. Ob das was gebracht hat? Also nicht das Üben, sondern das den Weg rechts herum. Aber nein, ich möchte mich auch nicht darstellen, als ob ich die ganze Zeit nur am Lernen wäre. Ich meine, lernen tue ich jetzt ganz bestimmt nicht. Das ist somit das Blödeste, was man machen kann. Mir zuhören, ja. Ihr habt schon richtig gehört. Mir zuhören. Das ist das Blödeste, was man jetzt machen kann. Schaltet am besten gleich ab. Das tut euch nicht gut. Kaufen Sie jetzt Ihren Runner. Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arsch oder Apotheker. Ach, schon wieder Mauszeiger im Bild. Nee. Jetzt habe ich gar nicht geschaut, um wie viel Level sind, aber ich glaube, es ist das dritte. Oder vierte. Ich glaube, es ist das dritte. Ja, wenigstens hat es jetzt aufgehört zu regnen. Ist ja unglaublich hier. Immer diese schlechten Wetterzeiten. So, Tops. Da, das meine ich. Wieder halb im Fenster drin. Alles voll unnötig. Ui, und oh, nein. Wow, ja. Habt ihr schon mal jemanden auf der Stelle abrollen sehen? Ich meine, wow, sagte ich, da ist nichts. Nee. Oh, das sind Satelliten. Das haben die schon. Könnte vielleicht... Ach nein, ich geh nicht näher drauf ein. Das ist nicht gut. So, und jetzt holen wir uns gleich mal ein bisschen Zeit. Da hinten, ich sehe schon ein sehr... Ja, bin ich jetzt gerade einfach dran vorbeigelaufen. Ich sehe da hinten schon ein sehr skurriles Gerüst. Wer auch immer sowas baut. Tops, los. Ja, da haben wir uns mal eben nach oben gebackt. Und jetzt, Riesenfall. Ups. Ja, geil. Super, jetzt können wir das Ganze nochmal machen. Ich meine, ich habe ja nur Zeitmangel oder so. Und der rote Rauch kommt auch irgendwie nicht näher. Und jetzt ganz mal im Ernst. Auch ein Parkourläufer kann nicht aus einer endlosen Höhe springen und tut sich dabei nicht weh. Ich meine, die Abrollfunktion dient ja ausschließlich eine gewisse Kraft abzuleiten, die auf den Körper eingeht. Das heißt, man rollt sich über den Rücken, also schräg über den Rücken ab und dann trifft einen das nicht so hart, mehr oder weniger. Oh Mann, ich und meine, ja, wenn ich was erkläre, dann ist es, wie als ob man versucht, einem Baum zuzuhören. Der sagt genauso viel Gescheites. Ja, und so viel ich weiß, kann man sich höchstens aus 4 Metern abrollen. Also, ich hoffe, ich sage jetzt auch nichts Falsches. Ups, das war scharf. Aber, das schien mir so im Gedächtnis zu bleiben. Schien mir so im Gedächtnis, was laber ich? Und warum sind hier zum Geil die Stützen? In der Luft. Ach, immer die Pfuscher. Immer diese Architekten. Nichts machen sie richtig. Oh je. Kann sein, dass das jetzt schon das letzte Level ist. Es wird immer schwieriger. Wenn noch ein Level kommt, dann war es, glaube ich.
Und das ist um mich geschehen. Oh, 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 oh. Ups. Los. Alter, der Rauch ist ja nicht mal annähernd in Sichtweite. Das meinte ich. Mit Entfernung. Hm. Wow, was war das denn? Und noch den letzten, ja. Yeah. Und, oh nee. Was ist das denn jetzt? Ich hoffe, das schaffe ich jetzt auch ohne, dass ich runterfalle. Ich werde, da sind die Speicherpunkte wieder so dämlich gesetzt. Nein, ja, das meinte ich. Und ich habe nur noch 2 Minuten. Way. Oh, puh. Mein Gott. Halt dich doch fest. Ich nehme jetzt auch gerade ohne irgendwie eine Stoppuhr oder ähnliches auf. Das war mir das dann echt zu blöd. So lang ist es ja auch nicht. Dann nehme ich das mal in Kauf, wenn es jetzt Überlänge hat. Wow. Alter. Alter. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Oh. Jesus Christus. Mutter Maria im Himmel. Ach, wir haben es geschafft. So, das war's dann auch. Ich habe 5 Level von 5 geschafft. Total Highscore. Mal schauen. Grundscore, bla bla bla. Time saved. Hä? Ach, keine Ahnung, ist ja auch relativ wurscht. Ich hoffe, euch hat das mehr oder weniger merkwürdige, etwas einseitige, aber auch lustige Let's Flash hier gefallen. Ich werde jetzt gleich noch ein paar andere aufnehmen, wenn das denn jetzt mit der Aufnahme auch klappen wird. Ich habe jetzt gerade 12 Minuten 6. Oh, da unten ist ja doch eine Uhr, ey. Ach, mein Gott. Ja, hier mein Anzeiger. Den könnt ihr jetzt natürlich nicht sehen. Der ist nämlich nicht aufgezeichnet. Aber, ja, was auch immer. Bis dann, Leute. Runner over and out.